Was geht ab, ihr kleinen Mäuse, und willkommen zu einer neuen YouTube-Action von TJ auf das neue Video von Marijuan, in dem es um Selbstliebe und 30 Tage Glow-Up-Strategien geht. Viel Spaß. 13-Jährige müssen aussehen wie 20-Jährige. TikTok toxisch. Da gehen wir jetzt rein. Nicht hässlich, bist du nicht. Vertrau mir. Du hast einfach nur noch keine Hunter-Eyes. Was sind Hunter-Eyes, Bruder? What the fuck? Das klingt wie so eine ganz schlechte Kacke, die sich irgend so ein Wannabe-TikTok-Fuckboy ausgedacht hat. Was? Practice Hunter Eyes. Tutorial, wie man Hunter Eyes macht. Ey, komm. Was? Bist du, wir wollen los. Yo, warte, ich muss kurz noch Hunter Eyes machen. 2 Millionen Likes. Ganz kurz, ich bezweifle übrigens, dass man mit bisschen die Augenform verändern kann. Ja, dann muss das ja stimmen. Und dann hat es Klick gemacht, Leute. Ich sag's euch. Ich brauche einfach ein Glow-Up. Denn wir wissen ja alle, nicht die inneren Werte zählen, sondern die äußeren. Das hat auch schon Goethe gesagt. Charakter ist eine Tugend. Schönheit ist des Stiefmutters Glow-Up. Aber gerade jetzt, wo 20... Alles Goethe wirklich gesagt? Ich glaube nicht. 23 zu Ende geht und sich wieder viele Neujahrsvorsätze machen, könnte ich doch mal daran arbeiten, die beste Version meiner selbst zu werden. Und da natürlich das Wichtigste für mich als Frau ist, einen Mann zu finden, darf ich nicht fett werden. Denn sonst würde mich ja kein Mann mehr daten, oder? Would you date him? No, he's fat. And I'd, that hurt, you know? Und was tun wir, wenn uns wildfremde Menschen fertig machen und uns keine Anerkennung geben? Drauf scheißen. Tipp würde ich, also stabiles Selbstbewusstsein, stabiles Selbstvertrauen aufbauen und drauf scheißen. Bester Tipp, den ich allen geben kann. Wir arbeiten an unserer Selbstliebe. Nein, machen wir nicht. Wir arbeiten nicht an unserer Selbstliebe. Was machen wir denn? Doch, lass uns das machen. Okay. Okay. You watch this. Ganz kurz, aber was man dazu sagen muss, ist, seinem Körper was Gutes zu tun, ist die größte Form von Selbstliebe, die man machen kann, Freunde. Also Disziplin ist eine große Form der Selbstliebe. Das will ich auch nochmal kurz gesagt haben. Nur weil man jetzt anfängt, Sport zu machen oder sich gesünder zu ernähren, heißt es nicht, dass man nicht mehr Selbstliebe hat. Okay, wir posten Videos von uns, wie wir durchs Gym laufen und schwere Gewichte hochheben. Ah, okay. Ist notiert. Alles klar, danke. Und dieses Video hat einfach 1,6 Millionen Likes, Leute. Wenn ich mir das als 3... Das Ding ist, man kann sich aber auch selbst lieben, wenn man ein bisschen übergewichtiger ist. 13-Jährige angucke, lerne ich daraus, ich muss abnehmen, damit ich datable bin. Und das ist ja auch nichts direkt gegen diese Creatorin. Natürlich darf man stolz auf etwas sein, was man geschaffen hat. Ne, klar darf man stolz sein, wenn man abgenommen hat. Aber dann kann man auch einen anderen Sound nehmen. Also dieser Sound, den finde ich maximal grenzwertig. So, aber was muss ich denn jetzt tun, damit mein Crush umfällt, wenn er mich sieht? Ich komme montags in die Schule und ich kriege die volle Dröhnung Mail Validation ab. Ganz kurz, vor allem Selbstbewusstsein. Also natürlich, Aussehen zieht natürlich immer. Müssen wir nichts machen. Aber ganz kurz, Selbstbewusstsein und einen stabilen Charakter haben, Bruder, das zieht halt auch sehr doll. Denn mehr kann ich mir als Frau ja nicht wünschen. Was muss ich tun? Ich will jetzt hier konkrete Tipps haben, damit ich das maximalste Glow-Up bekomme. Glow-Ups, Tipps for Girls. Wasch deinen Körper täglich. Ich weiß, das ist manchmal zu faul dafür, aber vertrau mir. Würde ich erstmal unterschreiben. Probier das einem Cold Make-up. Keine Ahnung, trage Schmuck, blond, Gold, Brunett, Silber. Keine Ahnung, glaub an dich. Glauben an dich selber ist eh stark. Trag Parfüm auf dem Handgelenk, Nacken, hinter deinem Ohr und auf deinen Klamotten. Parfüm ist geil. Hab manchmal eine verschlafene Stimme. Was? Sei gesprächig, trage jeden Morgen Lipgloss auf deine Lippen auf, bevor du zur Schule gehst. Boah, ich hasse Lipgloss. Mach das nicht. Lipgloss ist scheiße. Punkt 1. Wasch deinen Körper. Vertrau mir. Also ganz kurz, macht, was ihr wollt. Hört nicht auf diesen scheiß Mann hier. Aber Lipgloss... Nee. Okay, Basic Körperhygiene. Das ist der absolute Tipp für ein Glow-Up. Eichelkäse ist out. Alles klar, notiert. Was noch? Tipp 2. Probier das Cold Make-up. Weil wenn ich so aussehe, als wäre mir kalt, dann gibt mir mein Crush seine Jacke. Weil wir wissen alle, ein echter Mann
friert nicht. So kann ich dann in meiner Feminine Energy sein und er in seiner Masculine Energy. Was? Und dann verliebt er sich in mich. Oh mein Gott. Denn wenn ich eine dominante Frau bin... Wie funktioniert dieses Top? Das hat so krank Potenzial, einfach runterzurutschen. Wie funktioniert das? Hä? Wie geht das? Das ist ja nicht mal im Hals rum. Hä? Werde ich beim richtigen Mann automatisch unterwürfig. Denn da gehört eine Frau ja auch hin, ne? Ich erinnere mich. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Diese TikToker, die denken immer drei Schritte voraus. Und dabei, während wir Cold Make-up tragen, okay, müssen wir mit einer verschlafenden Stimme reden. Ist wie eine Jacke nur rückwärts? Oh, okay. Mhm, okay. Hab manchmal eine verschlafene Stimme. Was? Und jeden Morgen Lipgloss auftragen. Lipgloss. Zeige Lipgloss. Not. Nee, wirklich, ganz kurz, ne? Tragt auf ihre Lippen, was ihr wollt, ne? Aber wirklich Lipgloss, ne? Würde ich da. Ey, nee, das ist, ich finde das gar nichts. Ich fühle das gar nicht. Und weil ich ein Mann bin, habe ich dazu eine Meinung. Und wenn du dann bei TikTok 30 Tage Glow-Up-Plan eingibst, findest du auch solche Videos. Warte mal, es gibt einen 30 Tage Glow-Up-Plan? Imagine the day they see you again. And you are just, well... Bruder, die ist doch 12. Oh nein, es hat 3,5 Millionen Likes. Ich habe Angst. Bruder, die ist doch 12! Better. Ganz kurz, lass eine 12-Jährige bitte 12 sein. Better. Was ist... Also, wisst ihr, was dazwischen passiert ist? Zwischen diesen beiden Fotos? Einfach 10 Jahre und Haare blond gefärbt. Also, ganz kurz, einfach die komplette Pubertät. Also, hä? Das ist ja kein Glow-Up in kurzer Zeit. Also, ich will jetzt hier gar nichts sagen, ne? Also, das ist jetzt einfach hier nur so eine Theorie. Aber ich glaube, dass zwischen diesen zwei Bildern nicht 30 Tage dazwischen liegen. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass da ein bisschen mehr Zeit zwischen liegt. Boah, die linke ist doch, keine Ahnung, oder ist die 9, was auch immer. Und die rechte ist mindestens 20. Ja. Aber ey, ist nur eine Vermutung. Was weiß ich schon über 30 Tage Glow-Up-Plan? Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Die gleiche Verwandlung hat auch sie in 30 Tagen geschafft. Jo, selbe Person, Alter. Also fang doch vielleicht jetzt einfach am ersten... Der 30 Jahre Glow-Up-Plan, Alter. ...den ersten an und dann siehst du... Vielleicht am 30.01. schon genau so aus. Alles, was du dafür brauchst, sind Highlights, dickere und dunklere. Oh, Freunde, soll ich einen TikTok machen mit dem 30-Tage-Glow-Plan? Ich habe den 30-Tage-Glow-Plan gemacht, dann Bilder von mir einblenden und dann einfach so Vorher-Nachher-Bild machen. Augenbrauen, fette Lashes und Lidschatten. Richtig viel Photoshop und Weichzeichner, damit man deine Poren nicht mehr sieht. Denn Girls, die einen Glow-Up hatten, die haben auch keine Poren mehr. Dass deine Haut atmen kann, wird überbewertet. Wir merken uns, 13-Jährige dürfen nicht aussehen wie 13-Jährige, sondern müssen aussehen wie Anfang 20. Wunderbar. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Können wir bitte aufhören, so oberflächliche, toxische und stereotypische Idealbilder zu pushen, indem wir solche Videos machen? Also ich kann das, wie gesagt, komplett verstehen. Ich kenne das von mir selber. Ich gucke mir ein Bild an, auf dem ich 14 bin und ich denke mir so, okay, krasser Unterschied zu heute. Ich schmunzel darüber. Das kann man ja auch mal machen. Aber indem wir halt zum Beispiel hingehen und zwei Bilder ohne Kontext nebeneinander tun. Also wir sagen bei dem einen Bild noch nicht mal, wann das entstanden ist. Ja, und dann machen wir als einziges ein Hashtag Glow Up. Vermitteln wir ja, dass das ein Glow Up ist, was innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten entstanden ist. Obwohl man ganz deutlich sieht. Proof that brown girls really do have the biggest Glow-Ups. Das hat auf jeden Fall was mit eurer Hautfarbe zu tun, ob ihr Glow-Up bekommt oder nicht. Das hat bestimmt nichts mit Genetik, Essverhalten, sportlichem Verhalten, eurer Schlafroutine, eurer psychischen Mental... Nee, bestimmt nicht. Dass da Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt zwischenliegt. Und ihr seht ja auch, wie viele Aufrufe und Likes solche Videos bekommen. Und worüber niemand spricht, ist euch das mal aufgefallen? Die sind extrem reich. Habt ihr euch mal deren Häuser angeguckt? Deren Menge an Kosmetikprodukten? Die Art von Produkten, die die verwenden? Also die Marken? Bruder, ganz kurz, ne? So ein Wohnzimmer zu haben, ist irgendwann ein Dream. Irgendwann so ein Ding haben.
So, stell mal vor, ich so mit meiner Family, aber ich habe so richtig Bock, meiner Familie später so sowas zu ermöglichen. So eine Kitty Katze, was auch immer, was sie da macht. Aber klar, mehr Pflanzen, auf jeden Fall mehr Pflanzen. Aber so Clean Girl Shit, Type Beat, sag ich jetzt mal. Mit vielen Pflanzen und sehr hohen Decken. Boah, ich habe so richtig Bock. Also, das ist so ein das ist zum Beispiel so ein Motivator, warum ich so Bock habe, Geld zu verdienen. Dass ich einfach meiner Familie das ermöglichen kann. Das ist so ein richtiger Motivator. So, dann sitzt da meine Frau, mein Kind, ein Hund, Katze, was auch immer. Das ist es, Alter. Die Marken? Die Fenster will ich nicht putzen. Ich sag mal so, wenn ich so ein Haus hab, dann putze ich, glaube ich, die Fenster nicht mehr selbst. Das ist wirklich eine Motivation, dass ich meiner Familie das später ermöglichen kann. Das ist eine Motivation, erfolgreich zu sein irgendwie. Ich will gar nicht für mich erfolgreich sein. Das ist richtig toxisch vielleicht. Keine Ahnung, ich will einfach für meine Familie erfolgreich sein später. Weil ich war immer noch ein scheiß 1000-Euro-Opel. Marken, die die da teilweise verwenden, die sind f***ing reich. Also wenn du halt ein Glow-Up nach deren Motto haben willst, nach deren Regeln, dann musst du erstmal f***ing viel Geld haben. Und jetzt ist mir gerade beim Lachen Rotze rausgeholt. Wir brauchen immer alles sofort und am besten mit 180 Grad Topmodel-Verwandlung. Und es ist natürlich vollkommen in Ordnung, sich Vorsätze zu machen, auch Ziele zu setzen, aber sei... Okay, ganz kurz. Ein Jetski gehört aber auch dazu. Jetski und meiner Familie ins selbes Haus zu holen. Dabei lieb zu euch. Ihr könnt euch halt nicht vornehmen, ab dem 1.1. jeden Tag ins Gym zu gehen, wenn ihr vorher noch nie ins Gym gegangen seid oder euch von jetzt an nur noch gesund und Dad-Girl-mäßig zu ernähren, wenn ihr vorher nur von Pommes und Energy-Drinks gelebt habt. Ich esse quasi alles. Zum Beispiel Duschgel. Da ist ja funny. Das Video habe ich gedreht. Scheitern vorprogrammiert. Deswegen schraubt eure Ansprüche ein wenig runter und eure Erwartungen und macht es einfach Step für Step. Wenn wir im Inneren strugglen, so ganz oft lenken wir unsere Aufmerksamkeit dann nach außen, versuchen unser Äußeres zu verändern, obwohl wir eigentlich mal nach innen schauen sollten. Naja. Ich habe das Gefühl, dass wenn innen clean ist, dann ist außen auch irgendwie clean. Boah, das ist deep, Alter. Das ist deep. Dass wir außen mehr clean wirken, wenn wir innen auch clean sind. Denn da ist meistens dann irgendein TJ, deine späteren Kinder brauchen auch Jetskis. Okay. Machen wir Donation Girl für die Jetskis meiner Kinder später. Gibt's Kinder-Jetskis? Oh, es gibt Kinder-Jetskis. Meine Kinder bekommen Jetskis. Struggle, mit dem wir uns nicht beschäftigen, bei dem wir uns versuchen abzulenken, indem wir unser Äußeres verändern. Wie viele Jetskis willst du? Ja, es kommt drauf an, wie viel Kinder willst du? Es kommt drauf an, wie viele Jetskis ich mir leisten kann. Beispiel, wenn dein Crush jetzt ein Girl datet, was irgendwie einen größeren Booty hat als du, dann renn nicht sofort ins Gym und mach 5-mal die Woche irgendwie so ein Booty-Workout, sondern atme erstmal durch. Power! Und frag dich, okay. Will ich jemanden, dem ein großer Booty so wichtig ist? Oder will ich eigentlich jemanden haben, der mich so nimmt, wie ich bin, innerlich und äußerlich? Anstatt dir solche Videos anzuschauen und dein Äußeres verändern zu wollen, schau doch erstmal an dir runter und überleg mal, was mag ich denn eigentlich an mir? Weil finde ich einen sehr starken Call. Das Ding ist, grundsätzlich würde ich sagen, nicht für andere verbiegen. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass man niemandem vorwerfen darf, wenn man sagt, ah, okay, weiß nicht, ich stehe auf dünne Frauen, du bist mir einfach, das klingt so gemein, du bist mir zu dick. Das sagt man zwar so nicht, aber ich finde, es ist nicht verwerflich, wenn jemand sagt, nee, du hast nicht die Figur, die ich, da ist irgendwie keine sexual attention da, weil du nicht die Figur hast, auf die ich stehe. Ich finde, das darf man trotzdem sagen. So. Und dann sollst du dich aber nicht für die Person verbiegen, dass du die Person wirst, die sie will. Trotzdem darf natürlich jeder seine eigenen Vorlieben haben oder beziehungsweise seine eigenen Interessen und selber entscheiden, was er schön findet und was er nicht schön findet. Weil natürlich verliebt man sich in den Charakter, also am Anfang Körper ziehen an, aber Charakter verlieben so, ne? Aber der Körper muss ja auch erstmal, du musst ja auch erstmal eine Anziehung spüren. Wenn das einfach vom Körper nicht da ist, dann ist so, ja, ist halt so dann. Ganz oft legen wir unseren Fokus auf bestimmte Körperteile, verurteilen die des Todes und vergessen andere Körperteile. Mir ist letztens aufgefallen, Leute, dass ich voll kleine Jetzt sehen die nicht mehr so klein aus. Letztens sahen die so klein aus. Warum sehen die jetzt so groß aus?
Hä? Naja, egal. Auf jeden Fall, als ich letztens in den Spiegel geguckt habe, waren meine Ohren sehr klein. Und ich dachte... Oh nein, die Arme. Also, boah, mir ist noch nie aufgefallen, dass ich so kleine Ohren habe. Und da sieht man, wie wenig man sich manchmal mit seinem Körper beschäftigt. So, was ist mit deinem kleinen Zeh? Hallo? Hast du dem mal ein bisschen Liebe geschenkt? Weißt du, wie dein Alter, mein kleiner Zeh ist so hässlich, ne? Mein kleiner Zeh ist so massiv hässlich. Der ist wirklich hässlich. Aber liegt auch an meiner Schwester. Weil als ich 2 war, meinte meine Schwester so, hey, spring vom Hochbrett, ich fange dich auf. Ich, mit 2 Jahren, spring vom Hochbrett, Hochbett. Errate mal, wer mich nicht aufgefangen hat. Und ich habe mir dann alle Zehen gleichzeitig gebrochen, als ich 2 Jahre alt war. Und da ich halt als 2-Jähriger erstmal so richtig aktiv, man will die ganze Zeit laufen. Und dann musste meine Mama, sie musste jeden Tag mit mir zum Krankenhaus, weil mein Gips kaputt war. Und deswegen sind meine Zehen so richtig schief zusammengewachsen wieder. Also ich habe richtig schiefe Zehen. Zeigt, glaube ich nicht, braucht Beweise. Chili, da meine Söhne und Töchter später Jetskis wollen, 200 Euro und wir machen, es gibt Beweis. Bitte spendet mir keine 200 Euro, danke, das war ein Joke. Kleiner C aussieht. Weißt du eigentlich, was für eine schwere Arbeit dein kleiner C jeden Tag leistet? Nein, weißt du nicht, weil du beschwerst dich immer nur darum. Ja, mein kleiner C ist stark, aber ist trotzdem hässlich. So, jetzt habe ich es gesagt. Aber dass dein Booty so klein ist, dass dein Bauch zu specky ist, dass deine... Das ist nicht eine Behinderung beim Laufen tatsächlich. Actually schon, weil dadurch habe ich Hohlfüße bekommen. Und Krähenzehen, also meine Zehen heißen Krähenzehen und die sind zu weit. Deswegen kann ich super viele Schuhe nicht anziehen, weil sie mir zu eng sind. Also nicht von der Länge, sondern von der Breite. Mein Fuß ist nirgendwo so breit wie an meinen Zehen. Mein Fuß geht so. Und deswegen brauche ich ganz spezielle Schuhe und viele Schuhe passen nicht. Das ist richtig scheiße. Ich würde jetzt zwar nicht öffentlich sagen, dass ich eine Behinderung habe, aber das ist scheiße. Das nervt richtig. Bubi ist nicht groß genug. Und mein Fuß, man läuft ja auch so auf dem Außenfuß und ich laufe halt nur vorne und hinten. Also ich habe so richtig Hohlfüße. Oder rund genug sind. Du schenkst deinem kleinen Zeh nie Liebe. Fang mal damit an. Und ja, mein kleiner Zeh behindert mich aber auch im Alltag, weil ich viele Schuhe nicht kaufen kann. Ich weiß, das klingt jetzt voll esoterisch so ein bisschen. Kopfschmerzen. Leg mich auf deine Stirn. Besser. Aber was halt auch ganz Glow-up starker Clip-Videos nicht erzählt wird, ist, dass es auch extrem helfen kann für ein mentales Glow-up, einfach mal rauszugehen. Also mir persönlich hilft es enorm, einfach mal spazieren zu gehen und einfach mal so ein bisschen Achtsamkeit zu üben. Übel. Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man sich schön findet, man auch rein objektiv gesellschaftsnormmäßig, sag ich jetzt mal, auch schöner wird. Ich bin davon fest überzeugt, genauso wie man sagt, ich werde nicht krank, wird man weniger krank, als wenn man sagt, ich werde krank. Ich sag, unsere Psyche lenkt das. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Probiert es mal wirklich aus. Wenn es euch schlecht geht, ihr habt wieder diesen Drang, oh, ich bin nicht gut genug, mein Bauch ist viel zu dick, ich muss ins Gym gehen, bla 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 bla, so. Bla. Dann atmet durch. Positive Manifestation funktioniert. Ich sag euch das. Geht raus, geht in irgendeinen Park und guckt euch mal um. Lenkt eure Aufmerksamkeit von eurem Körper weg, vom Inneren, sondern nach außen und seid mal im Moment. Guckt euch so an, okay, wo sind Vögel, wie sehen die Pflanzen aus und so. Und macht es auch ohne Ablenkung, also nicht mit Musik oder so. Das macht so einen großen Unterschied. Übel. Ihr könnt so richtig runterkommen. Und generell, wir Menschen müssen mehr in die Natur. Wir Menschen müssen definitiv mehr in die Natur. Und anstatt euch komplett zu verurteilen, dass ihr nicht dem Ideal entspricht oder dass euer Crush gerade jemanden datet, der absolut nicht so aussieht wie ihr, schenkt euch selber eine Umarmung. Und ja, ich weiß, auch das klingt ein bisschen iso. Aber umarmt euch einfach mal selber. Also man macht das so, einfach so. Wenn ich das mache, ne? Ich glaube, mein Kopf kann... Nee, das mache ich nicht. ...da nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Mensch ist oder ob ich das bin. Versucht das... Nee, das ist es nicht. Pass mal, seid einfach mal lieb. Ich umarme aber meine Kuscheltiere. Appa. Appa wird abends umarmt. Und Trompetos, der auch. Zu euch, okay? Dankeschön. Was du auch machen kannst, wenn es dir schlecht geht, anstatt dir jetzt irgendwie so Indian Hair Care, Korean Skin Care etc. zu kaufen, wie wäre es, wenn du dir einfach mal dein Stofftier schnappst? Ich weiß, das klingt... TJ will unbedingt bei Hungrige Hu dabei sein? Nee. Also, wäre okay, wenn drin, aber muss gar nicht. Guck die Videos auch gar nicht. Also, boah, das klingt so fronty gerade. Hugo ist ein Toller. Nein, ich mag Hugo. Hugo, ich mag dich. Aber ich muss jetzt nicht in dem Video sein. Ist okay, wenn ja, aber auch nicht. Ist auch okay, wenn nicht. Das klingt so kindisch. Ich weiß. Aber let's normalize having Stofftiere im Erwachsenenalter. Ja. Ich habe eine ganze Gang in meinem Bett.
Scheiße, jetzt kommt wieder Tite. Ich flex mit Frauen. Nein, ich flex mit Stofftieren. Okay. Wie wär's, wenn du dir einmal mal dein Stofftier schnappst und das knuddelst? Das also ich hab Appa, ich hab Trompetois, ich hab Sergeant Loot, ich hab Avi und ich hab Oinki. Die fünf. Das ist meine Gang. Mir ist das aufgefallen, bis auf Avi sind alle männlich. Ja. Bringt es. Und ich meine, guckt ihn euch an. Wie kannst du das nicht lieben? Ey, mein Freund hat mir letztens noch ein gutes Geschenk. Das muss ich euch kurz zeigen. Okay, ich zeig's euch kurz. Guckt euch mal wie an, wie süß er ist. Cute. Guck mal, was es kann. Jetzt ist es so ein Eis. Es ist so süß. Oh mein Gott, es ist so süß. Okay, schnappt euch irgendetwas, was euch glücklich macht, was euch ein bisschen Liebe schenkt in solchen Momenten. Denn ich bin ehrlich, Leute, ich hatte das früher ganz oft, als ich so in der Pubertät war, dass ich so dachte, ich bin nicht gut genug, ich muss jetzt sofort was ändern. Und dann war ich so enttäuscht, dass es nicht geklappt hat oder dass ich nicht so aussehe wie Instagram-Models. Irgendwann habe ich halt verstanden, dass ein Glow-Up nicht bedeutet, dass man immer schneller, höher, besser werden muss. Wir brauchen vor allem beim Glow am Kopf, habe ich das Gefühl. Auch wieder Deep, Alter. Nennt mich Philosoph. Sondern, dass es bedeutet, hey, ich arbeite mit meinem Körper zusammen und ich höre auf meinen Körper. Und ja, das kann bedeuten, dass du an manchen Tagen einfach nur gammelst, Netflix guckst und Chips isst. Alles in Maßen natürlich, aber wenn dir danach mal ist und du machst das total selten, dann gönn es dir. Warum müssen wir immer so krass leistungsorientiert sein? Safe. Das regt mich wirklich auf. Ich weiß, sagt die Workaholikerin, bin wahrscheinlich die größte Workaholikerin in meinem Umfeld, aber wenigstens gebe ich das an euch weiter, okay? Seid nicht so wie ich, sondern gammelt auch mal, okay? Und schraubt. Ja, so wichtig, Alter. Einfach mal so mit Freundin oder auch Freundin oder mit wem auch immer oder auch alleine einfach betteln, um 12 Uhr Mittag Sushi bestellen und 17 Staffeln Brooklyn da reingucken. Das ist es. Eure Erwartungen nicht zu hoch, denn ihr seid jetzt Dieter, der bedeutendste Denker und Dichter unserer Zeit. Jetzt schon. Oder mit euren Stoffchen einfach mal Brooklyn da reingucken. So wie. Oder absolute Empfehlung, den Film Popstar. Popstar, Never Stop, Never Stopping. Gibt's gerade für 99 Cent bei Prime. Wirklich, dieser Film hat mein Leben nochmal verändert. Also, auf eine Humorebene. Der, also wirklich, also, ja. Humormäßig, lustigster Film, den ich seit langem gesehen habe. Kann aber auch daran liegen, dass ich komplett zugekifft war. Wie ihr seid, gut genug. Joke, nimm kein Kiffgras. Das machen nur Loser. Du da draußen. Du, ja, du. Du bist jetzt schon gut genug, so wie du bist. Du musst nicht erst 30 Mal ins Gym am Tag. Nein, du bist jetzt schon gut genug. Und wer das nicht sieht, was hat der? Er hat Pech. Genau, dieser Mensch hat Pech, dass er deine nicht sieht. Okay? So, das war mein Wort zum heutigen Tag. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss Hunter-Eis üben. Die Hunter-Eis, Alter. Sehr starkes Video. Ein, zwei Aussagen würde ich ein bisschen differenziert betrachten bei dem Video. Bin ich jetzt nicht krass drauf eingegangen, weil, ja, keine Ahnung, hatte ich gerade keinen Bock drauf. Aber trotzdem ein sehr starkes Video. Ansonsten, Freunde, geht rüber zur lieben Marie-Joan und lasst liebe Grüße da.